Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Unity. Ja, wir sitzen noch hier oben und versuchen rauszufinden, wie wir am besten da rankommen, um diesen Pokal zu klauen. Geradeaus wird etwas schwierig, da könnten wir dran vorbeischleichen. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich hier hochkommen soll. Beziehungsweise runter. Vielleicht mit einem sicheren Abstieg hier runter. Ich muss dann darüber hangeln. Nein, runter. Nicht noch höher. Mensch, Junge. Und dann hier in den Flur springen am besten. Aber wie komme ich hier wieder rauf? Das ist die große Frage. Und werde ich hier nicht gesehen? So, jetzt schleichen wir hier lang. Oh, er schleicht aber ganz schön schnell. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass die Figuren so schnell schleichen. Oh, oh. Jetzt müssen wir uns ganz schnell hier verpissen. Dass die uns da auch nicht gesehen haben, ne, ist ja aber auch ein technisches Weltwunder, wenn wir ehrlich sind. Weil auffälliger konnten wir hier gar nicht lang, ja, gammeln. Und jetzt komme ich hier nicht mehr rauf. Scheiße. Ja. Kokolores, wie komme ich jetzt hier wieder rauf? Ha. Ich komme hier nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht sogar. Wenn ich nicht mal weiß, wie ich hochkomme, was soll ich denn jetzt machen? Kacke. La 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 la. Ja, ganz unauffällig erstmal lang gegangen. Sie scheinen uns anscheinend nicht zu suchen. Wir können hier ganz, ja, easy peasy hier einfach lang gehen und dann mit der Katapultfunktion hier wieder rauf. Oder wollen wir jetzt überhaupt nach oben? Wir können einfach durch die Menschenmassen verschwinden. Ist doch viel einfacher, oder? Hallo Jungs, lasst mich mal bitte durch. Lasst mich durch. Ich bin Arzt, Leute. Einmal bitte durchlassen. Es ist ein chirurgischer Notfall. Lasst ihr mich bitte durch. Ja, für eine Kirche ist das hier ganz schön zusammengestaut. Hier scheinen sich die Bürger wohl in Sicherheit zu bringen. Vor was auch immer. Ich bin mir da etwas unsicher, weil draußen scheint ja wohl echt ein richtiger Krieg zu herrschen. Und die Leute hier haben ja schon Kanonen vor die Tür gefahren, falls die Leute reinkommen. Also hier scheint echt ein richtiger Krieg zu herrschen. Man weiß auch nicht, was mit denen hier los ist. Das ist wirklich wie der Dritte Weltkrieg. Das ist nicht mehr normal hier. Die Stadt gerät außer Kontrolle. Das ist die Französische Revolution, genau. Das habe ich damals in meinem Geschichtsunterricht gehabt. Die Französische Revolution, ich erinnere mich wieder. Ach ja, ich bin der Flüchtling, das habe ich ganz vergessen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da, da, da. Nein, Leute, wir sind nicht der Flüchtling. Bitte durchlassen, Alter, aus dem Weg. Aus dem Weg, Jungs. Und rauf hier. Ja, wirst du gar nicht. Du kommst ja nicht mal an mich ran. Aua. Oh, so viel zum Thema. Er kommt ja gar nicht an uns ran. Aber er muss jetzt mindestens 30 Sekunden nachladen. Und er hat nachgeladen. Scheiße, okay. Das hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Ich habe ja leider noch keine Pistole. Wir sind auch ein bisschen außen vor. Aber davon lassen wir uns natürlich jetzt nicht aufhalten. Das kriegen wir jetzt einfach nochmal besser hin. Zurück lädt das Spiel nicht ganz so lange wie bei Risen. Wenn wir da verkacken, dann muss man ja immer fast 3-4 Minuten warten, bis das Spiel geladen ist. Hier geht das zum Glück etwas flotter. So, Ausrufezeichen, ich renne erstmal in die falsche Richtung los. Richtig genial von mir. Aber ich bin natürlich Profi, das ist alles geplant. Alles geplant. So, was kann ich mal dir kaufen? Verbrauchsgegenstände, ja, Medizin wäre nicht schlecht. Rauchbomben? Oh. Wie benutze ich die denn? 30 Franken, alles auffüllen? Ja. Hier haben wir 765, das haben sie zum Knast ironischerweise anscheinend nicht abgenommen. Kirschbombe. Oh. Was haben wir noch? Medizin. Alles füllen. Ja. Und wie werfe ich jetzt irgendwie was? Ich bin leicht verwirrt. Wie werfe ich denn was? Hä? Ich bin verwirrt. 4. Rauchbombe. Wie benutze ich die jetzt? Nicht die so? Ha. Okay, ich bin echt verwirrt. 7. 6 ist es. Wie benutze ich das mit F? Okay. So Kirschbomben, was machen die? Ach, das sind so leichte Silvesterraketen. Das ist ja cool, okay. Nee, gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Und dann rennen wir erstmal hier Runde weiter. So, wo war der? Der war hier irgendwo. Hier muss ich hin? Okay. Die Wiedergeburt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, ich muss den Quest hier abgeben. Muss ich den hier doch nicht abgeben? Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Okay, wir sollen hier 2 Punkte erreichen. Was ist mit den goldenen Pokalen? Habe ich die jetzt für mich geklaut? Kann ich die behalten? Interessant.
Ja, ich würde sagen, wir klettern jetzt einfach hier oben ran. Und das ist ja der typische Assassinenweg. Man braucht keine Tür, man klettert ins Gebäude. So, na, rüber da. Mensch, Junge, rüber. Was ist denn los mit dem? Alter, kletter 30 Mal hin und her, bevor er endlich rafft, dass er hier reingehen soll. Ich glaube, es geht los, ey. So, nun. V. Ja. Was soll ich hier tun, meine Herren? Das ist der grün leuchtende Raum. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Hä? Ah, ich soll V vom Thron drücken? Hm. Nee. Ich bin verwirrt, was soll ich denn hier machen? Das Innere der Sandkapelle untersuchen. Wie mache ich das denn? Hm, interessant, interessant. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich soll das Innere der Kapelle untersuchen, das machen wir. Wir rennen jetzt einfach mal hier rum. Ach, das Schleichen bleibt gespeichert. Ich hätte gar nicht ganz die Taste gedrückt halten müssen. Hoppala, Angewohnheit. Ich kletter jetzt einfach mal hier rauf, weil Assassinen klettern ja immer irgendwo hin. Von daher mache ich das jetzt mal genauso. Zack, wie ein Assassine, rüber hier. Rüber. Ach, wir sind zu hoch. Halt dich fest, Junge. Halt dich fest und rechts ran. Genau so wollte ich das. Können wir da rüberspringen? Genau. So, und nun? Ja, jetzt sind wir hier oben. Okay. Das hilft uns inwiefern weiter? Ich glaube gar nicht. Das war totaler Kokolos, dass ich hier raufgeklettert bin. Da oben ist ein Symbol. Interessant. Und jetzt? Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Hm. Also hier bin ich irgendwie falsch anscheinend. Ich muss zu dem Anwerber. Der ist wo? Draußen. Ha, seltsam, seltsam. So, das Innere habe ich auf jeden Fall untersucht. Ah, ganz oben. Ich bin doch so ein Honk, ne? Ah, auf jeden Fall war ich mit oben auf jeden Fall nicht falsch. Ich hätte nach ganz oben gemusst, nicht so halb hoch. Ja, da hätte auch einer mal drauf kommen sollen. So eine Scheiße. Aber typisch Assassine, man kann am Glasfenster hochklettern, dass das nicht kaputt geht dabei, ne? Das wundert mich. Das wundert mich echt. Wo war jetzt die Tour? Wie soll ich denn da ankommen? Ja, ich möchte gerne an die... Ja, dann gehen wir nochmal hier lang. Ich komme nämlich da irgendwie nicht ran. In der Mitte des Raums sind wir etwas besser dran. Da kann ich vielleicht wenigstens etwas sehen. Und zumindest sind wir ein perfekter Seilkünstler. Bin jetzt echt verwirrt. Da oben ist eine Kiste, aber da komme ich nicht ran. Die ist draußen. Ich soll das Innere der Kirche untersuchen. Da sind Kreuze, die leuchten. Okay, ich tippe mal, dass irgendwas da sein muss. Hier leuchten die Kreuze. Hä, wollen die mich verarschen? Was muss ich denn hier machen? Hm. Die Kiste ist aber draußen. Also gehe ich nach draußen, würde ich mal sagen, und kletter mal aufs Dach rauf. Hä, ich bin ja echt jetzt irgendwie... Hä? Was wollen die von mir? Rauf da, Junge. Los, zack. Irgendwo da oben drauf steht eine Kiste, die ich haben will. Los, weiter. Na los, weiter rauf hier. Zack, hoch da. Stell dich nicht so an, das ist nicht anstrengend. So. Zack, jetzt sind wir auf dem Kirchendach. Und da ist auch diese Kiste. Runter. So. Jetzt sag mir nicht, dass diese Kiste das ist, weswegen ich hier hochgeklettert bin. Und ich bin... Ah, Junge, jetzt lass doch endlich mal da los. So. Und? Hm. Nee, das war's anscheinend nicht. Hä, ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Was zum Teufel soll ich denn da machen? Ich check's echt nicht. Runter da. Hier irgendwas am großen Fenster? Nee, das ist nur das Symbol, was auf dem Stein ist. So, runter da. Rechts ran. Runter. Mit rechts drücke ich doch extra das E. Los, rüber. Mann, jetzt... Geh doch einfach da rein. Das gibt's doch nicht. Diese Störung macht mich echt doch fertig, aber ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. V?
Ein Kreis, ein Kreuz und noch irgendwas. Was soll mir das sagen? Vielleicht der Sonnenstrahl. Der Sonnenstrahl? Hä? Leute, das Rätsel ist mir definitiv zu hoch. Ich raff es nicht. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Die Symbole leuchten auf. Der Sonnenstrahl. Was sagt mir der Sonnenstrahl? Gar nichts sagt mir der Sonnenstrahl. Obwohl doch hier. Ist das hier nicht der Sonnenstrahl? Ha. Vielleicht der Sonnenstrahl. Ja, was macht denn der Sonnenstrahl? Ich check's nicht. Ich sehe da einen Strahl, aber er bringt mir absolut gar nichts. Ich bin richtig verwirrt, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Wahrscheinlich ist es so simpel, dass ich es jetzt einfach gerade nicht sehe. Ich wette sogar, dass es so ist. Oh Junge, du sollst einfach nur reinklettern. Und nicht da rumspringen wie so ein Känguru auf Exzessil. Ja, genau so. Ich sehe den Sonnenstrahl, aber was bringt der mir jetzt raus? Alter, das ist doch nicht wahr. Diese Stimmung. Ja, ich drück doch Sonnenstrahl. Ich habe Hinweise gesehen, aber sie bringen mir nichts, weil ich es nicht raffe. Was sollen mir die Hinweise denn da bitte sehr sagen? Die sagen mir absolut null. Na, garniert. Hier, los mal, normales Scheißding. Oh, Abklingzeit, so. Ein Kreuz. Was haben wir da? Ein komisches Symbol mit einem Kreis und einem Kreis selber. Auf dem Fußboden haben wir das Symbol nicht. Hier auch nicht. Der Sonnenstrahl, ja, der macht gar nichts. Was soll das hier überhaupt sein? Auch wie so eine Nebelwolke. Ja, Leute, ich habe gerade kurz einen Break gemacht, da ich mal kurz weg musste. Also, ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal woanders umsehen. Also, irgendwo hier muss es ja was geben, was man mit diesem... Ja, ich denke mal, dieser Kronleuchter oben wird irgendwas auf sich haben. Gibt es hier noch einen anderen Eingang, um die Kapelle komplett zu sehen? Weil jetzt geistern wir gerade nur oben rum und das scheint ja irgendwie nicht ganz richtig zu sein. Ich schaue mich jetzt einfach hier nochmal ein bisschen um, weil irgendwas muss es hier ja geben. Hier ist auf jeden Fall so überhaupt gar nichts. Was ist hier hinter? Einmal rüber, zack. Hier ist auch nichts. Nee. Nicht viel besser der Weg hier, von daher auch Mist. Egal, nochmal rauf da. Hopp, rauf da. Zack, zack, zack. Das geht schneller, Junge. Los, hoch da. Oh, dann hier rauf und weiter. Ja. Was muss ich da machen? Ich werde jetzt nochmal unten hingehen. Vielleicht kann man ja unten auch reingehen. Ich bin einfach nur in der falschen Etage. Das wäre jetzt natürlich echt blöde, wenn ich in der falschen Etage wäre. Dann würde ich jetzt weinen, weil ich einfach so blöd bin und die falsche Etage genommen habe. Ja, einfacher Abstieg, sicherer Abstieg. Los, runter da. Runter. Oh Mann, Alter. Kannst du nicht einfach mal scheiß Weg da runter gehen? Das kann doch nicht wahr sein. So. Der Haupteingang ist zu. Ja. Hier noch ein Eingang? Nein, hier auch nicht. Ja gut, dann werden wir erstmal zum nächsten Missionspunkt gehen. Ich weiß es nicht, ich gehe zum nächsten Missionspunkt. Ich weiß nicht gerade, was ich damit anstellen soll. Aber vielleicht kann ich ja da irgendwie ein bisschen mehr anstellen. Weil ich will mich jetzt auch nicht ewig an dieser Aufgabe hier aufhalten. Ich überlege nochmal so lange, während ich zum nächsten Missionspunkt renne. Und dann schauen wir mal. So, zack, 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 rauf da. Los. Mit den Anwerbern sprechen ist der nächste Punkt. Nee, dann muss ich doch erst in die Kapelle, wenn ich mit den Anwerbern sprechen muss. Ich krieg das ja da extra angezeigt. Das ist doch nicht wahr. Okay, gut. Ein letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann mache ich mir Spiegeltipps zu Hilfe und suche da nach der Lösung. Ich kann ja nicht hier stundenlang mit euch rumpimmeln und hier versuchen, den Weg reinzufinden. Und wahrscheinlich ist es einfach so mega einfach. Und ich check's einfach nur nicht. So, zack, rauf da. Wahrscheinlich lacht ihr euch jetzt wahrscheinlich schon ins Fäustchen, weil es einfach so wirklich einfach ist. Und ich pimmel hier rum und raff gar nichts. Wo kann man hier irgendwas machen? Ich habe ja so ein scheiß Amulett. Kann ich das irgendwo hinpacken? Hallo, hier irgendwo was? Nee, auch nicht. Kann ich das hier irgendwo hinstopfen? Kann ich das hier irgendwo hinpacken, das Amulett? Nee, auch nicht.
Also hier kann ich auch nichts mit anfangen. Hm. Irgendwo muss es doch was geben hier. So, das sind auf jeden Fall meine Hinweise, wenn ich reinkomme. So, das erste, was ich sehe. Ja, was soll ich damit bloß anfangen? Irgendwo reinstopfen oder was? Ich kann es ja auch nirgendwo reinstecken oder anpacken oder sonst irgendwas machen. Das Kreuz. Steht hier irgendwo ein großes Kreuz, wo ich es hinpacken könnte? Da oben leuchtet was grün. Das heißt eigentlich, dass da oben ist eine Öffnung, wo ich das hinpacken muss. Los, rauf da. Los, Junge. Ist das jetzt der Trick gewesen, dass wir es da in eine Öffnung packen müssen? Nein. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Ich sehe ein Kreuz und ein paar andere Symbole. Das heißt, vielleicht was mit dem Kreuz von da oben zu tun? Los, rauf da, Junge. Ah, das schaffst du schon. Los, zack. Kannst du hier rauf? Nee. Damit hat es auch nichts zu tun. Wir müssen auf jeden Fall den Kronleuchter senken. Das ist klar. Soweit bin ich schon, weil der ist da so auffällig mitten im Raum. Irgendwas mit dem hat es auf jeden Fall zu tun. Ich werde jetzt einfach mal schauen. Irgendwo muss da das dämliche Million wahrscheinlich hingehören. Aber hier ist auch irgendwie keine Seilwinde oder sowas, die mir verrät, wo es hingeht. Seltsam. Wirklich seltsam. Ah. Jetzt sehe ich das mit dem Sonnenstrahl. Von da oben aus habe ich es gerade erst gesehen, dass der hier durch reinfällt. Ich muss da hoch wahrscheinlich. Ich gehe kaputt. Oh, wenn ich den jetzt da reinstopfe. Ja. Ich bin so blöd, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ganz ehrlich, hier oben nachzuschauen war das Letzte, was ich vorhatte. Und ich hoffe, dass es jetzt auf jeden Fall die Lösung ist und jetzt direkt weitergeht. Ich mache dafür auch ein bisschen länger, dafür, dass ich jetzt so blöde lange rumgesucht habe hier. Ah ja, wo wusste er, dass das drehen muss? Interessant. Ah ja. Okay. Jetzt soll ich wahrscheinlich wie ein Assassine da... Es hat also nichts mit dem Kronleuchter hier in der Mitte zu tun und ich springe hier einfach runter. Ich bin doch so blöd. Ja, rauf hier. Nee. Da hinten wieder rauf und nochmal von vorne. Ja, Dummheit will bestraft werden. Jetzt komme ich hier nicht mal richtig hoch. Los, Junge, schneller. Dein Opa hat das in unter 2 Sekunden geschafft. Lass los. Geht doch. So. Und weiter. Warum wurde ich jetzt hier runter gebeamt? Wollen die mich verarschen? Ach, jetzt muss ich es nochmal drehen. Das war so ein Teil auf Zeit. Ah. Ja, okay. Das soll auch erstmal einer wissen. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Und zwar mit ein bisschen kontrollierteren Sprüngen. Gerade wo ich es sage, ne? Gerade wo ich es gesagt habe. So, dann dreh es nochmal. Kann das nicht ein Stück weiter drehen, damit es ein bisschen länger hält? Ja, komm, weiter aufs Seil. Zack, zur anderen Seite rüber. Dann hier rüber. Dann auf den Kronleuchter. Darauf. Oh, komm schon, Junge. Ja, rauf da. Zack, weiter, weiter, weiter. Und komm. Rauf da. Und da hat sich jetzt die Tür geöffnet? Das kann mir doch keiner erzählen. Weil ich auf diesem komischen Bolzen stand, öffnet sich die Tür? Also die Technik dieser Assassinen, die will mal einer verstehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr geil gemacht. Und echt traurig irgendwie, dass ich dafür gerade so lange gebraucht habe, um rauszufinden, dass ich einfach nur einmal hinter mir hätte gucken müssen, und zwar nach oben. Ich habe damit gerechnet, dass ich überall oben gucken muss, nur nicht hinter mir. Naja, was soll's. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Das ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt.
Von diesen Tunneln aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pisspot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Ah ja, interessant. Wir wohnen also selbst bei unserem Auftritt. Machst du dich lustig? Quatsch mir nicht dazwischen, nein, Jungs. Wirklich, sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Wohin vortreten? Ach, hierhin. Okay. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belleg dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Halanta, Mutta'akidon, Min? Anna Kavalik, Inaukadendrala, Muajati Emulhakala, Seyakuno Zaidan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Ah ja, das dürfen wir jetzt wieder selber machen. Oder auch nicht. Hallo, Steuerung? Ah, jetzt. Gut, trinken. Ein kleines Schlückchen? Wie ist das Gift, Alter, Leute? Ich hasse euch, wenn es Gift oder irgendwelche Halluzinogene sind, von denen wir jetzt hier gleich durchdrehen und irgendwelche heftigen Wahnvorstellungen durchleben. Das hasse ich wie die Pest. Wie ich es vermutet habe, es sind Halluzinogene. Jetzt ist hier plötzlich ein Tunnel, der gar nicht da ist. Und lass mich raten, er führt mich zu meiner Assassinenprüfung. Oh Gott, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Im Irrenhaus? Heilige Scheiße. Kann ich hier weiter runterspringen, oder? Ja, ich muss hier runterspringen, das war doch klar. What the fuck, Alter? Das ist ja der Trip meines Lebens, ey. Wie geil ist das denn gemacht, bitte sehr? Der Hammer. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage. Das du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht. Und mach mir ja keinen Unfug. Meine Vergangenheit. Aber wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort? Vater! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihn entdeckt. Er sollte links sitzen. Vater, ich bin hier! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, komm schon, das schaffen wir. Nein, nicht schon wieder. Ich werde meinen Vater nicht schon wieder verlieren. Den kriegen wir, den Jungen. Diesmal kriegen wir ihn. Der haut uns nicht nochmal ab, unser Vater. Komm schon, Gas, gib Gas. Schneller! Kacke, los, rüber und zack. Oh, was ziehst du ihn hoch? Hätte sich überschwingen können, Mann. Oh, oh. Okay, gut. Wir müssen Hackengas geben, damit wir endlich wegkommen. So eine Scheiße aber auch. Und hopp hoch. So, weiter geht's. Oh nein, oh nein, oh nein. Was ist nun los? Rutschen mit E. Gut. Und runter hier. Wuhu! Wuhu! Wow, 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 wow. Wow, wow. Das ist scheiße. Ja, rutschen. Was ist denn los? Warum bleibt er auch mitten auf der Bahn stehen, Mann? So eine Scheiße! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mensch, Mensch, Mensch. Das Spiel macht mich noch fertig hier. Aber es ist sau interessant. Ich habe gar keine Lust aufzuhören damit. Das macht dich nicht süchtig. Das macht super süchtig, dieses Game. Das habe ich ja noch nicht erlebt.
Wenn ich richtig schnell bin, brauche ich immer springen, kann in einem Zug durch. Oh, doch jetzt muss ich springen. Ich bin nicht schnell genug. Vater, warte auf mich. Warte auf mir. Ich will mit dir. Junge, los. Schaffer, Digga. Warte. Nein, nein, nein. Rauf da. Was ist denn los mit dir? Lässt Schwächeanfall oder wie? Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt wieder runter hier. Und rüber. Gleich einen übersprungen, so gut sind wir. Na komm, rauf hier. Und hoch. So. Alter, meine Fresse. Jetzt müssen wir rutschen. Gut. Okay, beim Rutschen muss man echt so ein bisschen gesteuert kontrollieren. Ich muss so viele Tasten gleichzeitig drücken, dass das Steuern fast unmöglich ist. So eine Scheiße. Nein, 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 nein. Da ist er getötet worden. Dieser Schweinhund, wer war es? Ich will sein Gesicht sehen. Nein. Da ist der Mörder, den kriegen wir, den packen wir uns jetzt. Was ist nun los? Hallo? Ja klar, da kann er lang rein und wir müssen warten, bis die halbe Welt zusammenbricht dort. Wow, what the fuck, Alter, was für ein Trip, Alter, was für ein Trip. Oh, was? Jetzt muss ich hier raufklettern, also das ist eine richtige Assassinenprüfung, da haben die schon recht. Also diese Hallo-Trip. Stellt einfach die Prüfung seines Lebens. Beim besten Willen, ey. Oh, zack, rüber hier. Hoppala. Wow. Rauf da, los, weiter. Alter Schwede. Naja, ich pass gut zu euch. Und jetzt werde ich mir den Mörder meines Vaters schnappen. Sofern ich denn endlich mal hier rankomme. Wir machen uns den Weg schwer ohne Ende. Und da haben sie ihn schon wieder erwischt. Den nächsten. So eine Scheiße. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Scheiße, wer ist er? Welcher von denen ist es? Welcher von euch Leuten hat meinen Vater umgebracht? Es war definitiv einer von euch, aber wer? Du warst es. Oh, was? What the fuck? Hä? Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Wie zum Teufel den Assassin unbemerkt töten? Ach so. Aha. Aber wie denn? Ich komme ja nicht durch die Menge durch. Ja, Leute. Würdet ihr mich hier durchlassen? Ich soll den Assassin unbemerkt töten. Oh Gott, wo steht der? Wo steht der? Da steht er. Den Jungen kriege ich. Er hat meinen Vater getötet. Dafür wird er büßen. Wir werden Rache an ihm nehmen. Es wird Zeit, dass sein letztes Stündlein schlägt. Und dafür wirst du jetzt sterben, du Mörder. Oh, wir haben es geschafft. Wuhu, wir sind die besten Leute. Wir haben es endlich geschafft nach 20 Millionen Jahren, ey. Meine Fresse. Das bin ich selber. Ich habe mich selbst getötet? Ich bin der Mörder, weil ich die Schuld daran habe. Echt jetzt? Ist das deren Ernst? Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stirbst. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub.
Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Aufnahmeprüfung bestanden. Die war zwar ganz schön seltsam, aber naja, der eine hat solch eine Prüfung, der andere solch eine. Wir haben die goldenen Pokale aber auch noch gar nicht abgegeben, wenn ich mal so überlege. Naja, was soll's. Machen wir einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es, abonniert meinen Channel. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal mit eurem Twin Force.